Meine Lieben, ich bin's wieder mal. Heute ist mein Schatzi mit da, der sitzt hier im Hintergrund, wenn ihr den vielleicht ab und zu mal seht. Ja, und heute wollte ich mal über Schuhshopping und ein wichtiges Schuhthema berichten, das ich mir letztens bei Deichmann so einen Kopf drüber gemacht habe. Ja, zuerst mal wollte ich jetzt anfangen. Ich habe drei Paar neue Schuhe gekauft. Zum einen zwei Paar bei einem Online-Schuhshop. Schuhtreff 24. Da mache ich euch dann auch mal einen Link unten in die Infobox rein. Ja, und da zeige ich euch jetzt erstmal zwei Paar. Da habe ich zwei Paar Stiefel gekauft. Ihr denkt jetzt vielleicht, die spinnt ja, aber die hatten da Sale. Entschuldige. Und also die haben eigentlich die ganze Zeit Sale. Und ich hatte noch einen 10% Gutschein von denen und da dachte ich, wir suchen die jetzt einfach mal. Und da habe ich zwei Paar Stiefel halt gefunden. Und es kommt ja auch mal irgendwann wieder Winter, wenn der schöne Sommer vorbei ist. Ja, also zum einen jetzt habe ich ein paar Cowboy Boots gekauft. Aber das sind keine gewöhnlichen Cowboy Boots. Die haben einen viel höheren Absatz. Der ist so 8 cm, würde ich ungefähr schätzen. Das ist so aus Holz oder Kork, so Optik. Der ist ziemlich breit. Und naja, vorne ist er, hat er halt auch eine dickere Sohle schon. Also wenn es draußen kälter wird, würde ich den schon, kann man sagen, kann man den tragen. Hier oben ist er zwar sehr dünn, aber das geht schon. Und dann hat er hier solche Falten, haben die den in Falten geschlagen. Und hier hat er noch ein Gürtelband. Es ist komplett ringsrum mit Nieten noch besetzt. Das kann man auch verschieben, sich wo man es hin haben möchte. Den fand ich cool. Eigentlich mag ich Cowboy-Stiefel überhaupt nicht. Ne? Hier vorne ist er wie ein richtiger Cowboy-Stiefel. Aber dadurch, durch diesen hohen Absatz, fand ich den so cool und dachte, ich versuche es einfach mal und bestelle mir den. Der hat 12,99 € gekostet. Ich dachte mir, das ist ein Spitzenpreis für so einen Stiefel. Ja, und dann habe ich noch ein paar richtige Stiefel gekauft. Hier. Ja. Und die haben hier hinten auch 9 cm Absatz. Der ist so braun, dunkelbraun. Aber der ist nicht richtig 9 cm, wenn man drin ist, weil der hat vorne noch ungefähr ein 2-3 cm Plateau eingebaut. Dadurch ist es, denke ich, im Winter auch nicht so schlecht, mit denen zu laufen, weil eigentlich ist so ein hoher Absatz im Winter immer ein bisschen schlecht, wenn Eis draußen ist. Aber ja, mit diesem Plateau hier vorne, denke ich, wird das gehen. Der geht bis fast ans Knie hoch. Und ist karamellfarben, so war er beschrieben. Dann hat er hier noch so eine schöne Schnalle. Ein Detail. Ich liebe Details. Und er hat keinen Reißverschluss. Also es ist einfach nur zum Hochziehen. Dafür haben sie hier hinten extra noch so einen Gummi eingebaut. Der gibt auch ganz schön nach. Also eigentlich optimal. Und der hat 6,59 € gekostet. Ja, da habe ich zwei super Paar Stiefel für circa 20 Euro. Eigentlich ein super Preis. Also wie gesagt, ich verlinke euch den Schuhladen unten in die Infobox rein und könnt ihr euch das ja mal anschauen. Und dann habe ich noch beim C&A Online Shop, die hatten auch letzte Woche Sale, habe ich noch ein paar coole Sommer Plateau Pantoletten gekauft. Ich zeige sie euch erstmal. Die haben hier hinten so, das sieht aus wie Korb, aber es ist eigentlich Kunststoff. Die sind auch ca. 8 cm, würde ich schätzen. Und aber die haben hier vorne auch wieder mindestens 3 cm Plateau drin. Dadurch ist das nicht so mit dem Laufen. Die haben hier auch eine, die sind von Kandra. So rum. ja, ich habe Schuhgröße 41. Riesenfuß. Ja. Ja, wie gesagt, das Fußbett, das ist alles sehr schön weich. Und hier vorne haben sie noch so eine süße Blume. Die ist aus Holzperlen gestickt. Ja, die fand ich toll. Und halt hier Lederriemchen. Die kosten, glaube ich, eigentlich 29 oder so. Und die haben durch den Sale nur noch 12 gekostet. Also Spitzenpreis. Ja, und dann. Das war jetzt erstmal zu den Schuhen, die ich gekauft habe. Und jetzt wollte ich euch mal was fragen. Vielleicht wisst ihr es ja. Ich war letzte Woche mit meiner Mama mal bei Deichmann und wir haben uns High Heels angeguckt. Und meine Mama hatte dann ein paar echt schöne,
gefunden, die da auch gut gepasst haben, aber die hatten einen Fleck. Und jetzt haben wir bei Deichmann gefragt, ob es okay ist, dass die 10% geben. Weil der Schuhhausen, also als Probierschuh, also stand der. Und der kam den ja wahrscheinlich schon mehrere angehabt. Und meine Mama hatte dann noch eine andere, den Schuh noch mal anders angehabt aus dem Karton, oder hat er nicht gepasst? Also wahrscheinlich war der zum Anprobieren schon ein bisschen ausgeleiert. Jetzt haben wir gefragt, aber die wollten uns die 10% nicht geben, sondern wir sollten den anderen Schuh kaufen. Jetzt ist meine Frage, wisst ihr vielleicht, ob man die 10% oder so oder einen kleinen Rabatt bei Deichmann verlangen kann für die Schuhe, die Hause stehen? Zählen die als B-Ware oder muss ich da auch die 20 Euro bezahlen, wenn die schon schlechter aussehen als die im Karton? Ja, vielleicht wisst ihr das, vielleicht auch nicht. Wenn ihr es wisst, schreibt mir mal. Ich verlinke euch auch mal mein meine Facebook-Seite unten rein. Da könnt ihr dann mal auch mal da schreiben. Ja. Und dann habe ich noch einen schönen Ring bei Deichmann gekauft für 7 Euro. Das ist hier so eine Blüte, und der hat hier grüne und orangefarbene Steine. Ja. So, das war's dann auch schon wieder. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr mir mal schreibt. Und alles klar, dann bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss.